So, dann sollten wir mal hier schleunigst hochklettern. Gut, oben angekommen. Hier noch diese mühsame, scheinbar mühsame Kletterpassage auf uns nehmen. Ich finde ja schräg klettern irgendwie schrecklich. Also senkrecht hochklettern, ja, ist in Ordnung, aber so, nee, nicht wirklich. Nun gut, also wo muss es hingehen? Ich denke mal hier hoch. Ich hoffe es zumindest. Sicher bin ich mir jetzt natürlich nicht, aber wie gesagt, nee, da komme ich auch nicht noch. Nee, okay, die Frage hat sich geklärt, denn natürlich muss es da hochgehen. Denn ja, die Rutsche kommen wir doch nicht mehr nach oben. Das einmal logisch nachgedacht. Einmal mit Profis arbeiten, ne? Ach, probieren wir mal Feuer aus. Mal gucken, wie das zündet. Und komm, den nächsten Angriff auch. Ja, 87 ist in Ordnung. Komm, dann greift man schnell an. Okay, den einen Störenfried haben wir schon aus den Verkehr gezogen. Oh nee, jetzt kommt schon wieder Smog. Okay, wir sollten Oh, das hat nicht vergiftet. Ah, okay, also Smog vergiftet nicht immer. Ja, ja, das ist immer das Schöne, dann mal herauszufinden, was nun alles geht und was nicht. Aber ist schon toll. Ist schon toll. Also es muss nicht vergiften. Es hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die ich jetzt natürlich nicht weiß. Yay, wir haben Stufe 10 erreicht, weil uns ja auch nur noch 2 Punkte gefehlt haben. Der Giftmüll. Was bringt dieser Giftmüll? Wahrscheinlich kann ich den irgendwann einsetzen. Irgendwann. Gut. Dann wollen wir mal nach oben. Nehme ich mal an. Ach ja, komm, drück aufs Knöpfchen. Schalte ein. Ach, diese Blockfiguren von damals. Da sah Lara ja noch richtig abgerundet aus. Obwohl, im ersten Teil hatte sie auch Zelte. Und nichts Rundes vorne. Aber okay, wie dem auch sei. So, was haben wir denn hier noch? Ein Äther für Mana-Punkte, die aufgefüllt werden sollen. Achso, ich bin hier sogar richtig? Ja, toll. Das gefällt mir. Warte mal. Sie heißt doch eigentlich Jessie, oder? Hier steht immer Jesse. Jesse hat gesagt, wir müssen alle auf einmal die Taste drücken. Ach Gott. Ach, geht nicht. Probieren wir es nochmal. Oh, zu früh. Ja, komm. Wir probieren es nochmal. Hey, alle guten Dinge sind 3. Na gut, dann lass uns mal einen auf Verschwindibus tätigen. Denn... ja, ich... es ist doch im Interesse aller, dass wir hier weg wollen. Zunächst aber nochmal einen Zwischenschritt wagen. Achso, jetzt. Okay. Er wurde nur nicht richtig getriggert, dieser Speicherpunkt. Gut. Also dann... warte mal, ich hatte hier noch einen Speicherstand. Genau. Ich will aber den hier jetzt überschreiben. Ah ja, wir sind in Reaktor Nummer 5. Gut, damit hat sich das auch geklärt. Schön, dass ich das jetzt auch mal mitbekommen habe. Und wir wagen mal diesen Ausgang. Das ist jetzt ein etwas anderer Weg, glaube ich zumindest. Und was haben wir jetzt für Gegner? Ah ja, okay, Zauber. Ich will mal wissen, wie Feuer bei diesen Leuten hier so brodelt. Zur Sicherheit setzen wir mal Heilung auf Nancy ein. Ja, 101, das zündet ordentlich. Also, da kann man nicht meckern. Aber Nancy kann schon mal Heilung gebrauchen, ne? Wie gesagt, das wird der einzige Skill sein, den er bekommt. Es sei denn, es kristallisiert sich heraus, dass es irgendwie mal notwendig ist, das zu wechseln. Dann bin ich aber der Meinung, dass das wohl einfach so geht. Einfach so. Ohne Vertragsbindung, ohne Neulaufzeit und so weiter. Ist das nicht schön? Ach ja, die Welt könnte so einfach sein. So, jetzt dürfen wir uns erstmal diesen Angriff da begutachten. 103 Schaden, wunderbar. Dann sollte das Maschinengewehr aber auch gleich weg sein. Genau, Nancy greift nochmal an. Also, Boxschlag und ein Tritt dazu. Und ich habe nur noch wenig Mana-Punkte. 21 an einer Zahl. Kann ich nicht mehr allzu viel Techniken einsetzen, aber vielleicht sollte ich auch bei so vielen Trash-Kämpfen nicht unbedingt das immer vergeuden. Obwohl, ach, das sieht jetzt ein bisschen anders aus, weil das jetzt eine andere... okay, eine andere Darstellung hat. Hier entlang. Oh, Shinra-Soldaten? Was zum Henker geht hier ab? Eine Falle. Nun.
Präsident Shinra? Was macht der Präsident hier? Ihr seid also... Wie war das doch gleich? Avalanche, merkst du gut. Und du bist Präsident Shinra, wie? Lang nicht gesehen. Lang nicht gesehen? Oh, du! Du bist der, der von Soldier zu Avalanche gewechselt ist. Ich sehe es in deinen Augen, dass du mit Marco in Berührung gekommen bist. Ja, und verzeiht mir, ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Okay. Ja, ist schon richtig. Sag mir, Verräter, wie heißt du? Fernsehen. Verzeih die Frage, aber ich kann mir ja nicht jeden Namen merken, ne? Außer aus dir wird mal ein neuer Sephiroth. Ja, Sephiroth, er war genial. Vielleicht zu genial. Sephiroth? Das ist mir völlig schnuppe. Bald geht hier alles mit einem Riesenknall in die Luft. Geschieht euch allen recht. Was für eine Verschwendung von teuren Sprengstoff, um Ungeziefer wie euch loszuwerden. Ungeziefer, ist das alles, was dir einfällt? Ungeziefer? Ihr Shinra seid die Ungeziefer, die den Planeten umbringen. Du bist das Oberungeziefer, also halt die Klappe. Ihr fangt an, mich zu langweilen. Ich habe viel zu tun. Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss zu einem Bankett. Bankett? Mach keine Witze, ich bin da nicht fertig. Ich habe euch einen Spielkameraden besorgt. Oh. Was ist das für ein Geräusch? Ach du Scheiße! Nun. Darf ich bekannt machen, Airbuster, ein Technosoldat. Er stammt aus unserer Abteilung für Waffenentwicklung. Ich bin sicher, dass die Daten, die er euren Leichen entnehmen wird, für eure künftigen Experimente, also dass die sehr nützlich sein werden. Technosoldat? Oh. Also, wenn ihr mich entschuldigt. Halt, Präsident! Nun. Hey, Franzini, wir müssen was gegen den machen. Hilfe, Franzine! Ist das ein Soldier? Nein, es ist nur eine Maschine. Ist mir egal, was es ist, ich werde es fertig machen. Oh, starten wir jetzt einen Hinterrücksangriff oder sowas? Also, wir möchten auf jeden Fall... Ach nee, Tychus greift an. Ach, okay. Ausführung von Programm 1. Nun, ich führe mal einen Blitz aus gegen ihn. Und Nancy wird noch ganz normal was tätigen. Großer Bomber. Nun... 97? Okay, das ist schon mal einiges. Jetzt will ich erstmal wissen, wie viel der Blitz abzieht. 80, okay. Gegenangriff. Oh, Aua, 38, okay. Wow, 151 teilt sie mit ihren Hieben aus. Das ist krass. Ich werde mal mich selber schon mal heilen. So, und dann probieren wir einfach mal das Feuer aus, wie das aussieht. 96. Wow. Oh, wir haben jetzt ein Yeah! Na, dann wollen wir doch mal. Dann führ mal diesen Fausthagel aus. Ich hoffe, der Yeah macht ein bisschen mehr Schaden. Wow, 79. Gut, wie viel zieht Feuer ab? Okay. Gut, dieser Gegenangriff, bezieht er sich immer auf mich oder worauf? Das ist jetzt halt die Frage aller Fragen. So, darf ich jetzt endlich mal wieder? Gut, wir wagen erstmal in dieser Runde einen Angriff. Nancy vollführt auch einen Angriff. Ach du Hilfe! Was teilt der bitte für Schaden aus? So, und jetzt machen wir mal Eis auf ihn. Mal gucken, vielleicht hilft das ja irgendwie. Großer Bomber, oh oh. Oh oh. Heilung. Schnellstens auf Nancy. Bevor das noch zu spät ist. Nancy wird erstmal einen Hit landen.
39 ist auch nicht die Welt. Ja gut, das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber okay, ist ja egal. 78, das ist verkraftbar. So, Fausttage. Oh, wir müssen unbedingt die Heilung auf sie bringen. Jetzt tu doch was, Tychus. Ich dachte, du hast die Heilung gemacht. Nun. Ja, jetzt. So, jetzt machen wir erstmal das drauf. Ja, toll. Jetzt brauche ich die Heilung auch nicht mehr. Oh, nee. 621 Damage. Was zum... Ja, toll. Jetzt heißt erstmal abwarten hier. Ja, toll. Jetzt bekommt sie auch keine Erfahrung. Ja, ihr mich auch. Danke. Titanreif. Ja, schön. Der bringt mir aber auch nichts. Ich brauche eine Phönixfeder. Und zwar sofort. Oh, nun. Es wird explodieren. Komm, Nancy, weg hier. Tychus, kannst du nichts tun? Absolut nichts. Francine, du darfst nicht sterben, bitte. Es gibt so viel, was ich dir... Ich weiß, Nancy. Hey, wirst du es schaffen? Ich bleibe cool. Mach das jetzt, da verschwinde. Ich komme schon selbst klar. Aber kümmere dich um Nancy. Na gut, tut mir leid. Hör auf, so zu reden. Also, als ob das das Ende wäre. Okay, bis später.